Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11.3 Team Ogrekraftland Let's Plays. Ich bin Rektalin und ihr schaut über Games to You. Seht euch nur an, wie hoch das Ding ist. Ich hoffe, jemand hat daran gedacht, einen Aufzug einzubauen. Recht hat er, Alter macht weise. Komm schon, Papa, lass uns weitergehen. Lass mich raten, er hat sein Ticket verloren. Oh, ich wollte einfach in Ruhe an einem exotischen Ort Fußball schauen. Und sei dafür diesen Turm hochklettern? Ja, genau, das sollst du. Seht ihr die Treppe da drüben? Wenn ihr sie hinaufgeht, gelangt ihr ins Condor-Stadion. Aber seid gewarnt, das dauert eine Weile. Ich hab's befürchtet, aber hier gibt's eine Kiste. Das entschädigt dann doch. Nur eine blaue Münze, toll. Diese Tür führt zum Ausgang. Ich bin selbst versucht zu gehen, weil ich wirklich keine Lust habe, all die Stufen hinaufzusteigen. Ha, geht mir genauso. Ich kann es nicht glauben, das ist mir schon wieder passiert. Ich habe unsere Tickets für das große Spiel vergessen. Aber das hat auch sein Gutes. Wenigstens müssen wir jetzt nicht diesen riesigen Turm hinaufklettern. Naja, positiv sehen kann man natürlich. Oh, ob ich wohl je ein Spiel werde sehen können. Das ist voll geil. Stell dich mal vor. Nee, ich will da nicht rum. Stell euch mal vor, ihr macht da die Reise um die halbe Welt mit euren Eltern. Und dann ist dann einer zu blöd und nimmt die Tickets mit. Und ihr wart dann die ganze Zeit über von mir aus in Brasilien bei der Weltmeisterschaft, habt für jedes einzelne Spiel ein Ticket gehabt und konntet es nie gucken. Wie geil es sein muss. Gehst du kaputt, denke ich. Was ist denn hier los? Oben mit der Map so dunkel und alles. Du fuck. Ach, danke, dass da unten jetzt keine Kiste war. Ich wäre sonst ausgeflippt. Der Verlierer kauft dem Gewinner einen Ananassaft. Abgemacht? Pa, als ob mich ein Fan von Inazuma Japan in einem Rennen besiegen könnte. Wir sehen uns an der Spitze. Ich mach mal kurz hier die Fenster zu. Hab ich ihn verpeilt gehabt. So. Müssen wir wirklich hier jetzt hochlatschen. Das Ganze wird ganz schön unheimlich dadurch, dass es kein Licht gibt. Ah, Kiste, Kiste, hallo, da ist mein Lichtblick. Oh, eine dämliche rote Münze. Was mir persönlich jetzt noch ein bisschen fehlt, ist, ich habe noch keine Ahnung so wirklich, was gute Grundstats bei neuen Spielern sind. Wir müssen hier tatsächlich spielen gegen die Mittelfeld-Mandarine, also Chinesen sozusagen. Gucken wir, dass wir mit Wolli direkt reinballern. Sollte auch so klappen. Ich will da keine Fähigkeiten jetzt benutzen auf dem Weg zum großen Spiel. Macht eine Himmelshand. Ach du Scheiße. Vielleicht müssen wir doch Fähigkeiten benutzen. Hat trotz Direktschuss nichts gebracht. Ablocken. Probieren wir mal. Na, dann ballern wir halt, ne? Ich meine, wir können ja im Notfall immer noch aufheilen. Mit Items, bevor es dann rein zum Spiel geht. Wenn da oben kein Brunnen ist oder sowas. Bin schon tierisch gespannt, sage ich euch. Und da ist er drinne. Tor! Hey ho, let's go! Na, das passt. Dann nehmen wir mal hier hoch. Ach du Schande. Erinnert mich so ein bisschen an Geisterturm und so weiter. Die Stadionwürste, Alter, die sind ja geil. Die Stadionwürste. Also die sind auf jeden Fall mit ein Highlight hier. Unsere guten alten Gegner. Sehr schön. Das sieht doch nach was aus. Oh nein, der Feuerschlag. Feuer gegen Eis. Wer gewinnt? Eis natürlich. Haha, Tor. Sehr gut gefällt uns das hier natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Also bitte. Würde uns das nicht gefallen, hätten wir nicht schon über 60 Folgen. Vor allem, was mir super gut gefällt, ist, Inazuma ist so eine tolle Serie. Und dadurch, dass ich jetzt relativ spät erst eingestiegen bin, im Juni kommt der neue Teil und ich habe immer noch zwei Teile im Schrank liegen, die wir danach dann zocken können. Also das ist der Hammer. Fällt mir richtig, richtig gut. Oh, wer ist das denn? Hallo?
Hallo, mein Freund, ich bin Evelyn Weitsch von den Kürbiskrachern. Wenn du willst, kannst du mich Wicked nennen. Hehehe. Meine drei Kollegen und ich erwarten dich irgendwo auf diesen Inseln. Hehehe. Wenn du uns in einem kleinen Spielchen besiegst, wird etwas Tolles passieren. Aber bevor wir vier gegen dich antreten, musst du uns erst unsere vier Passwörter nennen. Passwörter. Die Passwörter findest du allerdings nicht in diesem Spiel. Du musst schon woanders danach Ausschau halten. Also dann, wie lautet mein Passwort? Das lautet zurück. Ich werde genau hier auf dich warten. Komm erst wieder, wenn du mein Passwort kennst. Ach du Fuck. So. Das sieht doch interessant aus da zumindest. Wir gehen jetzt erstmal die Kiste aufmachen, dann gucken wir, was dieses Tor auf sich hat. Sieht aus wie eine Zigarettenschachtel ein bisschen. Oh nein, das nächste Spiel. Die Stadionwürste. Kann mich nicht entscheiden, wer von denen hässlicher ist. Ausweichen natürlich. Sollte kein Problem darstellen. Direkt und dann machen wir mal einen Schuss. Vor allen Dingen ist es total mal die frische Herangehensweise, finde ich, an einem Rollenspiel. Gefällt mir immer super gut. Was geht hier ab? Bam, Tor. Ja, Spitze. So ein bisschen so mein Mittelfazit, oder das, ja, Mittelfazit würde ich sagen. Super Serie, kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr ein 3DS habt oder auch ein 2DS, es gibt ja zwei Teile, glaube auf 2DS dann sogar, kauft euch das. Das ist gut. Und die ersten beiden Teile sind vor allen Dingen recht günstig zu erhalten. Das ist ein Ralph. Ich habe gedacht, es wäre, keine Ahnung, ein mysteriöser Junge, der jeden Streit schlichten kann. Schusskraft 21 hört sich grundsätzlich gut an und der hat halt so eine Baumgeschichte, das haben wir nicht. Ich würde sagen, auch wenn er ein bisschen seltsam aussieht, nehmen wir den mal mit ins Team auf. Vielleicht können wir den ein bisschen pushen. Gucken wir uns den einfach mal bei Gelegenheit an. Nächstes Spiel schon wieder. Die Traktortreter. Alter, wenn ihr gegen Traktoren tretet, seid ihr ganz schön blöd. Aber passt schon. Erobere den Ball, das machen wir. Mit Leichtigkeit, möchte ich meinen. Ablocken, dann sollten wir ihn auch schon haben. Natürlich, der kann nämlich nichts. Aber ganz schöne Kampffrequenz hier. Zufallskämpfe kommen hier sehr oft, aber dafür gibt es halt auch die Level-Ups letztendlich. Mal gucken, was geht hier ab. Wollt ihr mich verarschen? Da warnt mich aber auch keiner vor, ne? So nach dem Motto, hey, pass mal auf. Hier geht's ab wie Sau. Die Su-Schießer. Ja, machen wir ausweichen. Was? Der hat's geschafft? Ach du Scheiße. Hab ich jetzt... Ah, Scheiße. Ja, dann müssen wir hier auch mal den Deflektorschlag eben trainieren. Ich habe gedacht, wir laufen da locker flockig hoch und können dann gegen Italien spielen. Habe ich mich wohl geirrt? Heftig, gut. Machen wir wieder einen Direktschuss. Göttliche Weisheit. Ich denke, dem wird er nichts entgegenzusetzen haben. Na, das passt doch. Und die Fähigkeit natürlich, Nordlichtsperre. Die wird aber wahrscheinlich nichts gegen uns aussetzen können. Konnte sie auch nicht, da ist das Tor. Klasse. Genau so sehe ich das auch. Das ist natürlich super toll. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir jetzt mal unsere Spieler wieder auffrischen. Kurz mal gucken im Inventar, Items. Was können wir denn da geben? Geben wir einfach mal den ganzen Kleinkram raus. So sind denn Froste und so weiter auch irgendwie geschädigt. Also im Sinne von, ich meine Wallside eher. Der hat ja richtig was hier verloren, macht aber überhaupt nichts. Kane natürlich auch noch ein bisschen was geben.
gucken gerade mal. Gibt es noch andere, die da nicht gut drauf sind? Sharp auch. Was ist da los? Na, Chance. TP-Erholung, genau. Und das mit Reisbäche müsste das ja auch gehen. Genau. So. Gazelle. Aphrodite. Warum hat er denn einen Frauennamen? Sag mal, kann es sein, dass es in der japanischen Originalversion auch dann Frauen sind? Dass es vielleicht hier in der westlichen Version eingemännlicht worden ist oder vermännlicht, wie bei Sailor Moon oder so. Weiß das wer? Da sind ja auch, also bei Sailor Moon war es natürlich umgekehrt. Da sind dann Männer zu Frauen geworden, soweit ich mich erinnere. Ich glaube Sailor Uranus oder so. Auf jeden Fall einer von den beiden da. Lassen wir mal. Den Rest, den werden wir nicht so einfach verballern. Da warten wir gegebenenfalls, bis wir hier nochmal was haben. Hier geht's nur runter irgendwie, aber hier gibt's eine Kiste. Alte Anstecknadel erhalten. Ne, das machen wir auch oben dann, vor dem Spiel. Dass wir sagen, wir machen da die Items. Das scheint ja wirklich heftig zu sein hier. Nicht, dass wir gegen Italien verlieren und dass wir schon das Finale vom Spiel ist, sozusagen. Das wäre mehr als schade. Ah ja, ich verstehe hier nur Bahnhof gerade. Gehen wir mal hoch. Verrückt. Die rasanten Rempler, die sehen ja gut aus. Ein Kappa war auch dabei auf der linken Seite, der ist nämlich gerade am Ball. Kappa sind ja tolle japanische Fabelmonster. Die versuchen ja, den Anus der Menschen zu fressen. Also müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr einen Kappa erwischt oder er euch erwischt. Lustig ist aber in der ganzen Sache, die versuchen zwar euren Anus zu essen, aber die sind empfindlich gegen eure Flatulenzen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn euch ein Kappa am Flussufer erwischen sollte und kurz davor euch ist, euren Anus zu fressen, dann dünnert mal ordentlich einen ab und schon seid ihr sicher. Ist ja natürlich auch irre praktisch. Klingt blöd, ist aber so. Ah, ausweichen. Okay. Macht aber nichts, wir haben es geschafft. Kein Tor bekommen. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Oder was auch geht, ist, wenn ihr Kappas haben oben in der Schädeldecke so eine kleine Mulde, in der sie Wasser haben. Und wenn ihr das verschütten würdet, dann würde das auch ganz gut helfen. Dann trocknen die nämlich aus und funktionieren nicht mehr so richtig. Sage ich jetzt mal. So. Göttliche Weisheit. Es gibt ja von Level 5, den Machern hier von Inazuma, eine neue Serie auch. Jetzt unabhängig davon, die machen ja viele Spiele. Die haben ja auch Ni no Kuni zum Beispiel gemacht. Und zwar Yokai Watch heißt das im Englischen wohl. Es ist auch so, dann seid ihr. Das ist so ein bisschen wie Pokémon. Auch ein Rollenspiel. Und man sammelt Geister. Das finde ich persönlich recht interessant und hoffe da auf einen westlichen Release. Dieser Spieler möchte zusammen mit Inazuma Japan um den Weltmeisterschaftstitel spielen. Möchtest du, dass sich dieser Spieler deiner Mannschaft anschließt? Nein. Bist du dir sicher, dass du diesen Spieler nicht benötigst? Ja. ...975 Elan-Punkte, Leute. Das ist ja mal heftig. So.
Anleitung erhalten, Pegasus. Bin aber gerade auch im Überlegen, eigentlich müsste das, weil es ja eher an ein jüngeres Zielpublikum gerichtet ist, das Spiel Yo-Kai Watch. Wenn Virgo, ne, links außen, habt ihr den gesehen von den Sternenbildschauern? Wenn das auch ein Kerl ist, dann ist irgendwas nicht richtig, finde ich. Dann stimmt da was nicht. Also das ist so ziemlich das wenigste an Kerl, was ich bisher gesehen habe. Könnt mich ja gerne mal aufklären. Gab's da vorher schon weibliche Spieler innerhalb der Serie, die auch wirklich mitgespielt haben? Gibt's hier keine Grenzen so in dem Sinne? Also ich sag jetzt hier reine Jungenmannschaft, reine Mädchenmannschaft und sowas. Das würde mich persönlich mal interessieren. Ja, guckt der nur. Sehr gut, Tor. Gewonnen. Neuer Level, okay. Ah, super, hier. Ja, natürlich wollen wir uns wieder auffrischen, Junge. Gibt's hier nicht noch eine Truhe? Jawohl, gibt's. Konzertticket erhalten, was? Wozu ist denn das gut? Konzertticket, hä? Kann man das mal erklären? Finte. Dann schießen wir doch mal hier. Wolfsgeheul müssen wir auch irgendwann mal aufleveln. Gibt's ja gar nicht. Okay, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Weiß jemand, ob japanische Spiele auf europäischen 3DS funktionieren? Früher ging das ja bei Game Boy und Co. Ja, wir sind oben. Alter Falter, wir sind oben. Dann können wir vielleicht das Spiel doch noch schaffen. Wird dann halt eine lange Folge. Muss ja den Spätabendsfilm auslassen. Wir befinden uns live im Condor-Stadion, wo Inazuma Japan sich für das Spiel gegen Orpheus aus Italien bereit macht. Dank der taktischen Raffinesse Italiens ist es ihnen im letzten Spiel gelungen, England zu schlagen. Wir erwarten heute viel. Paolo. Wieso redet er nicht mit uns? Was geht denn da ab? Seid ihr dumm? Alter, wir helfen denen, damit die im Turnier bleiben können und jetzt zeigen die uns die kalte Schulter. Was ist denn hier los? Keiner sagt was? Was ist denn los? Dark. Ich weiß, dass du jemanden namens L Geld überwiesen hast. Und ich habe gehört, dass es jemanden gibt, der heimlich die Fäden zieht. Jemand Zwielichtiges, jemand mit Macht. Ich habe eine Theorie. Und zwar, Ray Dark überweist der Lottofee immer wieder Geld, damit die Lottozahlen manipulieren kann. Er dadurch Milliarden an Geld anhäufen kann, um diesen Suhaini, den Trainer und FFI-Komitees Präsidenten von Brasilien, hast du nicht gesehen, zu entmachten, damit der Frieden wirklich kommen kann. Ich habe es jetzt gesagt, wir sehen am Ende vom Let's Play, ob es wirklich so sein wird. Da sagt er nichts dazu. Warum auch? Dark, sorge dafür, dass da draußen fair gespielt wird. Denk an all die jungen Leute, die Fußball lieben. Enttäusche sie nicht, klar? Ist immer gut, wenn man irgendwie was sagt und am Ende klar. So unterstützend irgendwie. Halt, Evero. Hier wird das Spiel stattfinden. So ist es. Das Spiel wird jeden Moment beginnen. Ich wünschte, ich könnte es mir ansehen. Oh, ich will diese Bandagen unbedingt loswerden. Ach, L ist Lucia. Ist es besser so, Lucia? Alles ist so verschwommen. Mach halt die Augen auf. Ich kann sehen. Oh, halt, ich kann wieder sehen.
bekommen. Wir sollten jetzt gehen. Es ist an der Zeit, dass wir uns zu ihnen gesellen. Alter, was ist denn hier das für ein verrückter Kram? Da blind, da sehend. Was ist hier los? Ich werde ganz durcheinander. Sprich mit Celia, wenn angegriffen werden soll. Jetzt müssen wir aber, wie versprochen, erstmal gucken wegen dem Inventar auch mal. Jugendstollen, sowas haben wir denn da? Was können wir denn hier gebrauchen? Was hat er da? Schnelligkeit, die er verbessern könnte. Siegerstollen. Falkenstollen. Schusskraft. Machen wir Unicornstollen mal an. Schutzamulett Bronze. Was haben wir denn noch? Kraftamulett Bronze. Ausdauer. Nee, das ist schon in Ordnung so. Hübsche Handschuhe. Haben wir da irgendwie was Besseres? Das sieht doch gut aus. Nehmen wir die Heißbluthandschuhe. So, dann gehen wir mal umwechseln. Fire Dragon Stollen. Haben wir da nicht noch was Besseres? So, Falken, bla bla. Nur Geschwindigkeit hauptsächlich, was wir hier haben. Doch hier, Vergeltungsstollen, die können wir mal anziehen. Schickes Armband. Geben wir ihm noch ein Kraftamulett mit. Da sind wir aber auch schon wieder gut durch, würde ich sagen. Dann reden wir mal mit Celia, damit wir auch auf jeden Fall in der Folge noch dieses Spiel hinter uns bekommen. Bist du für das Spiel bereit, Marc? Jupp. Paolo, ich mache mir Sorgen, das Spiel fängt gleich an, aber es ist immer noch nicht zurückgekehrt. Er ist immer noch nicht zurückgekehrt. Ich möchte wetten, dass Mr. D daran schuld ist. Ich weiß es. Warum überweist Mr. D der Lucia Geld? Das macht ja gar keinen Sinn. Mr. D, ihr müsst um jeden Preis gewinnen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Allora, Mr. D, sehen Sie sich das Spiel heute genau an. Halten Sie die Augen offen. Auch wieder ohne Kapitän. Total verrückt, was hier abgeht. Sie stehen sich in einem Face-Off gegenüber. Ja, na klar. Okay, die Steuerung, was Besonderes. Sollten wir vielleicht machen dann, wenn das extra nochmal drauf hingewiesen wird. Na klar, wir haben ja ähnliche Trikotfarben. Das Condor-Stadion, da will ich nicht runterfallen. Inazuma Japan gegen Orpheus. Na? Achso, ich muss selber noch drücken. Meine Fresse, wie oft es passiert, dass ich das vergesse. So. Jetzt kann ich das noch nicht ändern anscheinend. Endlich wurde das Spiel gegen Italien angepfiffen. Und Ray Dark hätte niemals vorhersehen können, was Paolo vorhatte. Was? Was machst du da? Erinnern Sie sich, wie Sie einmal waren, wie Sie Fußball liebten, wie Fußball Ihnen alles bedeutete. Bianchi spielt genauso wie mein Vater eins spielte. Als kleiner Junge bewunderte ich meinen Vater sehr. Ich wollte wie er spielen und genauso wie Bianchi es heute tut. Was macht Paolo denn da? Irgendwie spielt er auf einmal anders. Ist das vielleicht versucht Paolo etwa wie Ray Darks Vater zu spielen, um Darks Liebe zum Fußball wieder zu wecken? Paolo, lass mich dir helfen! Wirklich, Schar? Es klingt zwar komisch, aber ich kann es nicht leugnen. Ray Dark war derjenige, der mir zeigte, dass Fußball Spaß machen kann. Er war der Mann, den ich einst mit Kommandant ansprach und das wird sich auch nie ändern. Mr. D, ich weiß, dass Sie sich erinnern. Ich weiß, dass Sie Fußball lieben. Dark. Sie müssen wiederfinden, was Sie verloren haben. Ach, hört auf, sage ich. Was denkt ihr, was ihr da tut? Siege sind alles, was mir wichtig ist. Ich will um jeden Preis gewinnen. Ray Dark am Rande der Tränen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal erlebe. Hör auf zu spielen wie mein Vater. Hör sofort auf. Spiel Fußball auf deine eigene Art, Bianchi. Mr. D... Lange ist es her, seit ich mich so gefühlt habe. Ich habe Lust, Fußball zu spielen. Nun,
Ich sage meinen Spielern jetzt, wie wir gewinnen. Jawohl, Trainer. So sind sie also wirklich. Der wahre Raider. Hohoho! Ich will immer noch gewinnen, Sharp. Das hat sich nicht geändert. Aber jetzt will ich einen fairen Sieg einfahren. Einen echten Sieg. Nicht schlecht. So, würde ich sagen, Froste, lohnt sich das? Ja, wir machen es einfach mal. Eisgefängnis. Sehr schön. Wir zeigen denen gleich mal, wo der Hammer hängt. Für Japan. Hierher. Alles klar. Junge, Junge, du schaffst das. Tackling. Warte mal, wie stark sind die denn von Orpheus? Hallo? Habt ihr jetzt gesehen? Der hat eine 36er Stärke im Vergleich zu uns. The shit? Sharp, 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 Junge. Tackling, wir probieren es mit einem einfachen Tackling mal. Ischoball, scheiße. Oh, warum können die denn so viele Sachen, ey? Das gibt's doch gar nicht. Komm, machen wir die Mauer. Die gute alte Mauer. Immer wieder schön zu sehen. Und direkt, dann machen wir, was haben wir? Feuerspirale. Na komm, Junge. Sehr gut. Hoffentlich hält er den nicht. Gigantenmauer, ach du Scheiße, der kann riesig werden. Ah, es hat aber nicht geholfen. Tor! 1-0 für Japan. Allerdings, Glück gehabt hier. Nö, 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 will ich nicht nochmal sehen. Noch Fragen? Da hast du aber Glück gehabt, mein Freund. Weiter. Tackling. Jawohl, gegen die kleine Blonde haben wir uns durchgesetzt. Machen wir eine Finte. Es wird zwar nicht klappen, aber wir machen es einfach mal. Schädelblocker, weil er verwendet jetzt auch einfach mal seine TP auf, damit er hier uns stoppen kann. Jetzt wird's heiß. Orpheus, ach du Schande. Es ist, als sei ich aus einem langen Traum erwacht. Unglaublich, dass jemand das Spiel meines Vaters neu aufleben lässt. Vater, ich weiß, dass der Fußball deine Träume zerstört hat. Aber anscheinend konnte ich ihn nie wirklich aufgeben. Es ist, als ob ein Fluch aufgehoben wurde. Dark kann sein wahres Ich zeigen. Ein Krieger, der nach einem echten Sieg strebt. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's erst so richtig interessant. Mark, Sharp, zeigt den anderen, was ihr drauf habt. Jawohl, Trainer. Abblocken. Solo-Doppelpass. War ja klar, dass er sowas verwendet. Und es kostet doch nicht mal was, weil sie eine heiße Phase haben. Super. Tackling wird nur nichts bringen. Hoffentlich ist Wallside davon nicht auch betroffen dann. Okay, Deflektorschlag ist das Einzige, was wir anwenden können. Göttlicher Pfeil, nicht so schön. Abschwächen können wir den auch nicht. Komm, Mark. Jawohl, super. Das ist doch schon mal was. Unfassbar, wie konnte ich diese Chance nicht nutzen? Wow, das war ein ziemlich teurer Schuss. Heiße Phase ist vorbei. 21. Minute. Kriegen wir das hin? Super Stampfer. Sehr schön. Ah nein, der Echo-Ball ist stärker. Immerhin ist die heiße Phase vorbei, sodass sie wieder mehr TP aufwenden müssen. Ah, Mist, 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 Leute. Tackling. Wieder Echo-Ball. Der kann aber keinen mehr anwenden. Jetzt hast du schon eine Brille an, Sharp, und schaffst es trotzdem nicht, ihn zu sehen. Scheiße. Jetzt müssen wir nochmal einen Deflektorschlag machen. Alles andere ist sonst schlecht. Die setzen uns ganz schön unter Druck hier. Odins Schwert, eine andere Fähigkeit. Nicht so schön. Wissen wir nicht, ob er den halten würde. Komm, das schaffst du. Ja, abgelenkt. Super. Mag die alte Kanone. Oh, ist aufgelevelt. Sehr schön.
Ende der ersten Halbzeit. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Mark nochmal frisch auffüllen. Lass jetzt bloß nicht locker, das Spiel ist noch nicht vorbei. Da hast du allerdings recht. Kommt schon, so können wir doch auf keinen Fall verlieren. Super. Die Pause hat gerade begonnen. Jetzt werden beide Teams ihre Optionen für die zweite Halbzeit abwägen. Augenblick, wer ist das? Jemand ist gerade an die Seitenlinie herangetreten. Moment mal, kann es sein? Kommt der Kapitän. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Capitano! Wer hätte das ahnen können? Halt Nakata, der italienische Kapitän, ist zurückgekehrt. Der Japaner Nakata wurde Bürger Italiens, um als Top-Spielmacher für Orpheus zu spielen. Die zweite Halbzeit wird ein Knaller. Jetzt erklärt sich auch der Name. Nakata, wo bist du gewesen? Mr. D, sind Sie das? Lucia, was machst du denn hier? Sie sind es wirklich, Mr. D. Lucia, du wurdest operiert. Du kannst wieder sehen. Ich kenne diese Stimme. Es ist Paolo. Ja, ich bin operiert worden. Und das alles nur dank Mr. D. Mr. D, woher weißt du das, Lucia? Mr. D hat mir jeden Tag geschrieben. Er schrieb, ich müsste stark sein. Grazie mille, Mr. D. Lucia, du solltest gehen. Ich habe keinen Bedarf an Dankbarkeit. Weder von dir noch von irgendjemand anderem. Lucia ist gekommen, um sich ihr letztes Spiel anzusehen, Mr. D. Wie letztes Spiel? Ich habe die erste Hälfte gesehen. Ich weiß, dass sie sich verändert haben. Den alten Mr. D gibt es nicht mehr. Man kann nicht vor sich selbst davonlaufen und auch nicht vor den Verbrechen, an denen man die Schuld trägt. Um Rache am Fußball zu nehmen und um mit allen Mitteln den Sieg zu erringen, haben sie so viel Leid verursacht. Doch ein unschuldiges Mädchen wurde bei einem Unfall, den sie verursacht haben, am Bein verletzt. Lucia, sie erfuhren, dass das Opfer von Geburt an blind war und dass sie nur durch eine teure Operation das Augenlicht erlangen könnte. Lucia, also dafür hat Elle gestanden. Ray Dark hat Geld nach Italien überwiesen, um Lucias Behandlung zu bezahlen. Indem sie Lucia halfen, wollten sie für ihre Missetaten Buße tun und all den Schaden, den sie verursacht haben, wieder gut machen. Sie wollten der Finsternis, in der sie gefangen waren, entkommen. Das war es, was sie wirklich wollten, oder? Das wollten sie, seitdem ihnen ein junger Mann namens Mark Evans begegnet ist. Was? Ich? Das war es also, was du getan hast. Du bist um die Welt gereist, hast herumgeschnüffelt. Nein, im Gegenteil, ich habe alles nur zufällig erfahren. Denken Sie echt, ich tat all das, um Ihnen zu helfen? So nett bin ich auch nicht. Allora, ich werde alles über Fußball lernen, was ich kann. So werde ich viele Dinge haben, über die ich mich mit Ihnen unterhalten kann, Mr. D. Lucia, ich will, dass du selbst siehst, wie wundervoll Fußball sein kann. Ich will, dass du den Sport siehst, den ich mein ganzes Leben lang hasste, doch den ich nie aufhören konnte zu lieben. Ja, renn doch noch weiter weg, Junge. Es geht nur ab. Willkommen zurück, Capitano Hide. Hast du getan, was du tun musstest? Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Jetzt kann ich endlich wieder zurück auf den Fußballplatz. Los geht's. Siegen wir in Azuma, Japan. Jawohl, Capitano. Oha, heftig, heftig. Jetzt geht's los. Touchpen ist bereit. Auswechslung. Das könnte in die Hose gehen eventuell. Deswegen schauen wir lieber mal, dass wir hier ordentlich jetzt was machen. Ihn wechseln wir mal für Hobbs aus. Nee, halt, Moment, so, zack. Bei ihm müssen wir schauen. Nee, das will ich nicht. Wir müssen ihn mal ausstaffieren mit Futter. Mark könnte einen
Supertonikum gebrauchen. Und vor allen Dingen erheblich volle Energie. So, und das letzte Option, die lassen wir mal in der Hinterhand, falls wir es wirklich benötigen. Starten. Gucken wir mal, dass wir gleich eine heiße Phase einschalten. Jetzt wird's heiß. Tackling. Super, da ist Hobbs gleich wieder mit dabei. Jetzt machen wir hier die Tanzfalle. Catenaccio-Konter, das ist ja geil. Schön auf Italien Bezug genommen. Super, Hobbs. Leider einen Schritt zu langsam. Abblocken, wir probieren es mal. Vielleicht klappt es, wir sind rein theoretisch stärker. Aber er macht den Solo-Doppelpass. Schade, schade. Probieren wir es mal. Kann er nicht immer scheitern, genau wie hier. Oh, schade, Mann. Weiter. Gut. Nicht so gut. Heiße Phase vorbei, ohne dass sie was gebracht hat. Macht aber eigentlich gar nichts. Machen hier ein Tackling. Das ging leider daneben. Saugstauber, Junge. Saugstauber. Komm, zeig's ihm, wo der Hammer hängt. Das wird ja eine Hammerfolge hier am Freitagabend. Komm, komm, komm. Ah, schade. Was ein Match. Himmelstunde. Vielleicht probieren wir nochmal die Tanzfalle. Geht aber gerade gar nicht. Dann machen wir eben nochmal die Himmelstunde. Ah, nein. Der Akrobatenblock hat sich durchgesetzt. Frech, frech, frech. So spielt also Heidner Carter. Wow, er ist brillant. Das ist wirklich aufregend. Und das Problem ist eher, dass wir hier nur mit einem Tor Führung dastehen. Das kann alles noch werden. Oder auch nicht. Platt gemacht, sehr gut. Solo-Doppelpass, probieren wir einfach mal. Schädelblocker hat sich durchgesetzt, schade. Oh Mann. Wir haben so eine gute Verteidigung. Das ist schon der Hammer. Superstampfer wieder mal. Setzt sich durch. Wahnsinn, Leute. Oh, immer dieses Abseits. Warum stehen die so tief hoch? Weiter. Ausweichen. Wieder Schädelblocker. Umsonst angewendet eigentlich, weil wir nur ausweichen wollten. Das heißt, er kann jetzt selber auch keinen mehr ausführen. Dann machen wir abblocken. Super. Sehr schön. Mit Hilfe hat es geklappt. Oh Gott, schade. Was ist denn das für ein Monster? Komm, Sharp, ablocken. Super. Ah, oh, abseits. Habe ich ja noch nie gehabt. Weiter. Finte, probieren wir einfach mal. Super, hat geklappt. Bei gleicher Stärke durchgesetzt. Schade. Probieren's, Tackling. Solo-Doppelpass, war ja klar, dass er irgendwas anwendet. Was ein Match, das gefällt mir richtig gut. Noch besser als das Match gegen Team Ogre, um genau zu sein. Daneben, Spiel beendet. Wir haben gewonnen, 1:0. Knapper Sieg, aber dafür hart erkämpft.
Sehr schön. Super, schon wieder ein Sieg für Inazuma Japan. Gegen euch verlieren wir nicht nochmal. Ne, wir spielen auch nicht mehr gegeneinander. So, mal gucken, wie sieht's aus. Jede Menge Level-Ups, sehr schön. Orpheus-Trikot, Orpheus-Stollen bekommen, super. Mr. D? Dark. Ihr seid wahre Fußballer. Ja, früher war das immer mein Ziel. Ein wahrer Fußballer zu werden, wie ihr. Es ist lange her, dass ich deine Augen sah. Die Brille habe ich von Ihnen, Trainer. Erinnern Sie sich? Zieh die hier an. Sie wird dir dabei helfen, den Spielfluss zu erkennen. Aber denken Sie denn nicht, dass sie mein Sichtfeld einschränken wird? Das ist wahr, Sharp. Sie wird deinen Blick auf das lenken, was am wichtigsten ist. Oh. Schau dir den Ball genau an. Du kannst seinen Drall erkennen und seine Flugbahn vorhersehen. Oh. Ich glaube, du brauchst die Brille nicht mehr. Nein, ich glaube, ich behalte sie. Die Brille ist ein Teil von mir geworden. Nun ja, das stimmt wohl. Haben wir Ray Dark geläutert? Wie gut ist das denn? Bianchi, ich muss dich etwas fragen. Warum warst du bereit, das für mich zu tun? Weil ich mich an meinen Vater erinnert habe. Er war auch ein begnadeter Fußballer. Aber er hat einen hohen Preis für sein Talent bezahlt. Er hat sich immer mehr abverlangt und war nie zufrieden mit seiner Leistung. Ich habe seinen Schmerz gesehen, als ich noch ein Kind war. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal sagen würde. Danke. Vielen Dank, Bianchi. Und danke auch dir, Sharp. Prego. Es war mir eine Ehre, Mr. D. Kommandant. Dark, raus mit der Sprache. Wer lauert im Hintergrund und hält alle Fäden in der Hand? Vor 40 Jahren hast du den Bus sabotiert, in dem die Inazuma Eleven unterwegs waren, damit die Royal Academy gewinnen konnte. Aber du warst da nur ein ganz normaler Schüler. Das hättest du niemals allein tun können. Wer steckte dahinter? Wer hat dich unterstützt? Wer half dir dabei, all diese bösen Pläne in die Tat umzusetzen? Glaubst du etwa, dass ich dir das jetzt sagen werde? Hm? Na gut, in Ordnung, ich werde es sagen. Es gab da jemanden, der sagte, er werde mir helfen und mich von meinem Leid befreien. Ich glaubte ihm und verurteilte mich damit zu 4 Jahrzehnten voll von unendlicher Qual. Dieser Mann errichtete ein globales Netzwerk mit dem Ziel, Fußball zu kontrollieren, und er hatte es auf Japan abgesehen. Wer ist es? Spuck es endlich aus. Verflick's nochmal. Sein Name ist Sulen Rice. Ach du Scheiße, also ist der wirklich dahinter? Rice? Du meinst den Vorsitzenden des FFI-Komitees? Den Trainer von Brasilien? Unterschätze Sulen Rice nicht. Er lebt in einer Welt voll endloser Dunkelheit. Heftig, Leute. Heftig, ey. Da sagt der Nächste zu, der Opa. Coole Mucke. Pah, also hat sich Ray Dark jetzt doch als wertlos erwiesen. Ich hatte immer schon vermutet, dass es so kommen würde. Wie soll ich mich seiner annehmen, Meister? Lass ihn, und nun sag mir, wie geht es mit meinem kleinen Programm voran? Ist es abgeschlossen? Ja, Herr, alles ist vorbereitet. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Versuchsperson. Großartig.
Wie es scheint, ist es nun an der Zeit, meinen eigentlichen Plan umzusetzen. Ein paar Tage später. Eben ist ein Brief von Ironside angekommen. Wow, zeig mal her. Was hat er geschrieben? Hallo alle zusammen, wie läuft's? Alle Achtung, ihr habt es bis in die K.O.-Runde geschafft. Ich wusste, dass ihr es könnt. Seit ich wieder in Japan bin, habe ich mit den anderen im Fußballclub der Schule hart trainiert. Es haben sich eine Menge neuer Leute angemeldet. Euch im Fernsehen spielen zu sehen, hat sie echt inspiriert. Ich weiß, ihr könnt den Titel holen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du den Pokal hochhältst, Marc. Ich werde weiter trainieren und wieder ins Team zurückkommen. Ihr werdet es ja sehen. Top Ironside. Der gute alte Ironside. Das klingt, als ginge es Ironside wirklich gut. Und der Fußballclub hat eine Menge neuer Mitglieder. Das sind tolle Neuigkeiten. Juhu, wir müssen das Turnier für all die Leute daheim gewinnen. Nicht schlecht hier. Oh, Camellia. Marc, wir haben Besuch. Hey, wie geht's? Gratuliere, ihr habt die Gruppenphase überstanden. Das ist echt spitze. Bobby. Tut mir echt leid, dass die USA ausscheiden mussten. Wer weiß, wäre Eric noch im Team, hättet ihr neulich vielleicht gewonnen. Da könntest du recht haben, dann wären wir jetzt an eurer Stelle in der K.O.-Runde. Bobby! Ich mache nur Spaß, also Italien und ihr seid weitergekommen, so ist es halt einfach. Erics Operation ist gut verlaufen, also müssen wir bloß für die nächste FFI trainieren. Stimmt! Sag mal, wo soll's denn hingehen? Ihr seht aus, als wärt ihr auf dem Sprung. Ja, Herr Veteran ist gerade mit Opas Notizbuch aus Japan zurückgekommen. Wir wollen zum Flughafen und ihn dort treffen. Nun, ich will euch nicht aufhalten. Was haltet ihr davon, wenn ich mitkomme? Lasst uns zum Flughafen gehen. Shearer schließt sich dir an. Wir kriegen das Notizbuch also jetzt unter unsere Fittiche. Ich würde sagen, wir haben eine mega lange Folge gemacht. Viel ist passiert. Wir haben Ray Dark geläutert. Super Erfolg. Speichern wir an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.